Hey, was geht? Schön, dass ihr wieder da seid. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir gucken zurück auf die Divisional Playoff-Runde. Bevor ich richtig zu den einzelnen Spielen komme, ich bin 1 und 3 mit meinen Tipps. Das heißt, ich habe tatsächlich dreimal falsch gelegen und einmal richtig. Was sehr ärgerlich war, weil ich mich bei vielen Spielen erst spät sozusagen nochmal umentschieden habe. Und da hätte ich vielleicht nicht machen sollen. Falcons, Eagles. Habe ich auf die Falcons getippt? War es letztendlich nicht. Und auch da, das Spiel wurde letztendlich serviert den Falcons. Von wegen Nick Foles spielt und die Falcons haben nichts draus gemacht. Fand ich ein bisschen ärgerlich. Devontae Freeman war nicht ganz auf Top-Niveau. Matt Ryan hat nicht gut gespielt. Julio Jones hat letztendlich noch den Ball durch die Hände gehen lassen. Den hätte er fangen müssen, sage ich ganz ehrlich. Aber die Eagles haben das Ganze auch stark gemacht. Die Front 7 ist einfach unglaublich stark von den Eagles. Das bedeutet die Defensive Line und die Linebacker dahinter. Die Cornerbacks haben ganz gut gespielt, Darby besser als Mills, aber dahinter hast du dann halt auch immer nochmal Jenkins als Safety und sowas. Also das ist schon eine definitiv richtig gute Defense. Offensiv war halt wirklich eigentlich nur Laufspiel da. Ein paar Würfe, klar, muss es geben, aber der Hauptbestandteil, womit sie letztendlich das Spiel gewonnen haben, waren die Läufe. Blount und Ajayi. Nach dem Fumble hat Ajayi dann sich sehr gut erholt und hat stark gespielt danach. Die O-Line ist einfach nur, die ist unnormal. Eigentlich ist es sehr schwer, gegen die Defensive Tackles von den Falcons zu laufen, gerade durch die Mitte halt. War kein Problem für die O-Line, die ist einfach wirklich richtig brutal dieses Jahr. Falcons haben für meinen Geschmack zu wenig gemacht im Spiel, Gameplan-mäßig sah es auch nicht so stabil aus. Aber man muss auch immer drüber nachdenken, auch wenn sie erst eine Woche vorher wissen, gegen wen sie spielen, können sie sich schon zwei Wochen vor dem eigentlichen Spiel vorbereiten. Ich meine jetzt die Eagles damit natürlich. Falcons haben nur eine Woche, nachdem sie die Rams besiegt haben. Die Eagles wissen schon zwei Wochen vorher, dass sie letztendlich gegen eins von drei Teams spielen und können sich deswegen schon ein bisschen drauf vorbereiten. Zweites Spiel, Tennessee gegen Patriots. Ach ja, ich habe das mit englischen Kommentatoren geguckt und die haben am Anfang versucht, noch ein bisschen Stimmung zu machen von wegen, alle sagen, die Titans können nicht gewinnen, aber das sind die Gründe, aus denen sie trotzdem gewinnen können und dies und das. Und man hat gemerkt, die nehmen sich selbst nicht ernst in dem Moment. Die meinen das einfach nicht so. Dann, nachdem der Touchdown kam, nachdem es 7:0 stand, haben sie kurz ein bisschen an sich geglaubt und dachten so, ja, jetzt das Spiel, das könnte doch noch spannend werden. Haben nochmal alles gehypt und gesagt, genau das haben wir gesagt. Das ist, was die Titans machen müssen. Die müssen früh in Führung gehen und dürfen die Führung dann nicht mehr abgeben. Hat nicht ganz so geklappt, wenn man 35 Punkte aufgibt, ohne zwischendurch was zu machen. Klappt das halt nicht so gut. Patriots sahen echt stabil aus. Ich frage mich wirklich, wie es nächstes Jahr ist, wenn die beiden Coordinator weg sind, was zu 98% der Fall ist, sage ich mal jetzt. Matt Patricia ist so gut wie sicher in Detroit. Josh McDaniels ist entweder nächstes Jahr bei den Colts in Indianapolis oder in New York, sage ich. Aber dieses Jahr, wenn beide Koordinatoren noch da sind, dann wird es schwer für die Jaguars. Sie haben definitiv eine Chance, aber keine Chance für die Titans. Absolut nicht. Das Spiel war vorbei, bevor es angefangen hat. Dann zu den beiden Spielen am Sonntag. Das erste Spiel hat mir sehr gut gefallen. Jacksonville gegen die Pittsburgh Steelers. Und viele Steelers-Fans haben die ganze Woche über schon haben Trash geredet. Die haben die ganze Zeit gesagt, ja, dann unser Matchup mit New England wird stark und wir werden dann gegen New England spielen und diesmal gewinnen wir und sowas. Die haben einfach die Jaguars komplett unterschätzt und disrespected. Also die haben denen einfach nicht den Respekt gezollt, den sie sich verdient haben. Und die Jaguars haben es denen jetzt gezeigt. Gerade die Defense war wieder sehr stark. Obwohl man letztendlich sagen muss, 42 Punkte sind doch schon sehr viel. Wurden aber auch teilweise in blöde Situationen gebracht. Und dann war es natürlich auch immer noch die Steelers Offense. Die ist stark, egal was man sagen will. Antonio Brown hat einfach da Catches drin, die sind unnormal. AJ Boye hatte vor dem Spiel genau keinen Touchdown zugelassen in Coverage dieses Jahr. Und jetzt zwei gegen Antonio Brown, bei denen auch bei beiden ehrlich gesagt nicht so gut aussah. Kann aber auch immer sein, dass es der Fakt ist, dass man da gegen Antonio Brown spielt, der ihn dann ein bisschen schlechter aussehen lässt. Ich war sehr überrascht von der Jacksonville Offense. Die hat mehr gemacht, als ich eigentlich vorher gedacht hätte. Haben mir ganz gut gefallen. Es ist halt sehr wichtig, dass Leonard Fournette sich nicht ernster verletzt hatte, wo es ja zuerst danach aussah und dann wieder ins Spiel kam. Der wird auch wichtig sein gegen New England. Das wird ein extremst interessantes Spiel. Und ich sage ganz ehrlich, aus New Englands Perspektive mache ich mir mehr Sorgen um das nächste Spiel als um entweder die Eagles oder die Vikings. Und das letzte Spiel am Sonntag, die Saints und die Vikings, eins der besten Playoff-Spiele aller Zeiten. Seven Heaven wird der Spielzug wohl genannt. Unten jetzt eingeblendet, der das ganze Spiel entscheiden konnte. Ich hatte echt ein bisschen Glück, dass mir in dem Spiel relativ egal war, wer gewinnt.
Auf der einen Seite bin ich halt dafür, dass die Vikings gewinnen, um die NFC North gut zu repräsentieren. Auf der anderen Seite bin ich dagegen, dass die Vikings gewinnen, weil ich nicht will, dass sie vor den Lions einen Super Bowl gewinnen. Dann sind die Vikings halt ein sympathisches Team. Die Saints sind ein sympathisches Team. Ich war an sich dann für die Saints. Dann kam noch der Bericht, haben viele von euch vermutlich auch gesehen, mit dieser über 90-jährigen alten Frau, die dann Tickets gekriegt hat für das Spiel, die auch ein paar Mal gefilmt wurde zwischendurch. Die war auch halt einfach nur wirklich extremst nett und sympathisch. Deswegen habe ich dann gedacht, ja, vielleicht wäre es doch für die schön, wenn bei ihrem ersten Vikings-Spiel, wo sie im Stadion ist, wenn dann die Vikings gewinnen könnten. Und letztendlich haben die Vikings auch gewonnen. Was so ungefähr das Unwahrscheinlichste ist, was da passieren konnte. Man hat so halb noch damit gerechnet, dass die Vikings eventuell nochmal ein Field Goal schießen können. Aber das, was dann da passiert ist, ist einfach nur unglaublich. Der Wurf kommt, Stephon Diggs fängt ihn und Marcus Williams macht einfach den vermutlich fatalsten Fehler seiner gesamten Football-Karriere und macht die Augen zu und versucht Stephon Diggs da zu tackeln und springt einfach an ihm vorbei, was in zweierlei Hinsicht extremst unglücklich ist, weil er dahinter nämlich auch noch Ken Crawley umgeräumt hat, seinen eigenen Cornerback, der stand und Stephon Diggs musste sich erstmal auf den Boden abstützen und rennen und sowas. Ich sag ganz ehrlich, Crawley hätte ihn eingeholt, hätte ihn inbounds getackelt und dann wäre das Spiel eventuell vorbei gewesen. Also nicht nur triffst du nicht den, den du tackeln sollst, sondern du haust dahinter noch deinen Kollegen um, der den hätte tackeln können und deinen Fehler quasi ausgleichen können. Also das war fünffach dumm und ich weiß nicht, wie ich als Saints-Spieler in der Kabine reagiert hätte, ganz ehrlich. Ich weiß nicht, ob ich da die Größe gehabt hätte, ihn nicht anzumachen. Ansonsten das Spiel wie erwartet. Beide Defensivabteilungen haben eigentlich dominiert. Vikings sehr gut. Ich sehe da auch einen leichten Vorteil gegen die Eagles. Aber wir werden sehen. Kurze Notiz noch. Gestern habe ich die Spiele beide auf RAN geguckt. Den Tag davor auf Englisch, jetzt auf Deutsch. Und irgendwo kam ein Kommentar bei dem Pittsburgh gegen Jaguars Spiel, wo vor der Hälfte kurz vorher noch ein Touchdown gefangen wurde. Es war eine tiefe Route, es war ein tiefer Wurf, war interessant, sage ich mal. Und der Kommentator, natürlich das, was er machen muss, hat ein bisschen so getan, als würde er ausrasten. Und ja, und wer hier nicht ausrastet, genau wie wir im Studio, der hat Football nicht verstanden oder irgend sowas in der Art, hat er gesagt. Ich bin dann auf Twitter gegangen, Link in der Beschreibung, und habe mich da ein kleines bisschen drüber lustig gemacht, kann man schon sagen. Kann man ja auch mal machen, so. Ich weiß, dass er das vermutlich nur gesagt hat, weil er vor der Kamera ist und sowas, aber ich fand's witzig in dem Moment. Und wurde dann erstmal direkt niedergeklappt in den Kommentaren von jemandem, der mir attestiert hat, ich würde keine Ahnung von Football haben und ich würde doch das ganze Spiel nicht verstehen, beim vierten Down und kurz vor Ende der Hälfte und Momentum und alles und das wäre doch der Moment und da müsse man ausrasten. Meine Meinung hierbei ist nicht, dass man nicht ausrasten sollte, weil es das nicht wert ist. Ich fand's nur ein bisschen Quatsch zu sagen, wer hier nicht ausrastet, hat das Spiel nicht verstanden. Weil es einfach verschiedene Typen von Zuschauern gibt. Manche springen direkt auf und sagen, ja, Touchdown, unglaublich. Und andere wie ich zum Beispiel sitzen einfach nur da und gucken sich erstmal taktisch an, was passiert ist. Und gucken dann, was das für eine Auswirkung auf das Spiel danach haben könnte. Ich war halt definitiv hype-mäßig drin im Spiel. Aber letztendlich war mir relativ egal, wer das Spiel gewinnt. Deswegen habe ich geguckt, ja, die Jaguars haben definitiv eine Schwäche bei den Safeties. Wieder wurde ein Safety geschlagen bei der Defense Skinny Post Route. Und das habe ich schon mehrfach gesehen, dass Safeties da geschlagen werden. Also vom Touchdown an sich her war es nicht so spektakulär. War jetzt auch nicht irgendein besonders krasser Catch oder sowas. Deswegen bin ich nicht ausgerastet und fand es lustig zu sagen, wer nicht ausrastet, hat das Spiel nicht geliebt. Das heißt, wenn ihr zu Hause sitzt und ihr guckt euch das an und rastet nicht aus, sondern freut euch einfach oder was weiß ich. Und jemand sagt euch, ihr hättet das Spiel nicht verstanden, wenn ihr nicht so oder so oder so oder so reagiert, dann ist es einfach falsch. Lasst euch nichts sagen, guckt Football, wie ihr Football gucken wollt und das ist das Beste, was ihr machen könnt. So, das war's mit dem Video. Lasst mir mal definitiv eure Meinung zu den ganzen Spielen in den Kommentaren. Ich schreibe dann da mit euch ein bisschen. Ansonsten könntet ihr auch auf Twitter und mir da entweder eine Direktmessage schreiben oder einfach posten auf meiner Seite. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch ein Like da, damit ich das weiß. Und wenn ihr neue Seiten in Zukunft nichts mehr verpassen wollt, abonniert einfach. Ich freue mich da sehr drüber. Und ich hoffe, wir sehen uns alle beim nächsten Video wieder. Ciao!